flip the page, give you some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting. Then came you. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. I was picking up the pieces of yesteryear's life, in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin, when a mountain-moving revelation came marching in. I thought I was what I'd been told. I thought I was. I thought I was what I'd been told. I thought I was. Hallo, liebe Videofreunde, es ist Ostersonntag und die Sonne scheint. Ja, ich mache mich jetzt gleich hier vom Acker, weil wir lösen uns heute sowieso alle auf. Hat man gestern beschlossen, weil viele am Dienstag wieder arbeiten müssen und dann eben auch vor Ort sein müssen. Und morgen ist Ostermontag und dann kann es sein, dass es doch wieder größere Staus gibt. Und von daher hat man da gestern beschlossen, dass wir wohl heute schon hier aufbrechen. Und aus diesem Grund mache ich mich jetzt auch gleich ab, weil ich fahre jetzt nach Oberhof und wollte mal gucken, ob ich da an die Bobbahn rankomme. Die würde ich mir so gerne mal angucken. Mal schauen, ob ich mit einem Camper dort irgendwie parken kann. Und und dann weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich bleibe ich sogar noch einen ganzen Tag heute in Oberhof und fahre dann morgen langsam heim. Oder ich mache mich heute auch schon langsam auf den Rückweg und schaue nochmal, dass ich irgendwo eine Zwischenstation mache. Das weiß ich alles noch nicht. Schauen wir mal. Aber es war eine schöne Zeit. Leider hat das Wetter gestern nicht mitgespielt. Es war sehr kalt und auch so ein bisschen nieselig manchmal. Und wir konnten also nicht so schön draußen sitzen. Ne? Und aber wir hatten noch einen schönen Abend, waren vorne in der Gaststätte essen gewesen. Sehr gute Küche hier, muss man sagen. Haben sie gut gemacht, wirklich. Das Einzige, was halt, wie gesagt, hier fehlt, ist, dass man vielleicht doch mal ein bisschen Fähr- und Entsorgung hätte. Und vor allen Dingen Müll. Und von daher, das habe ich aber gestern auch gesagt, wir haben darüber gesprochen gestern Abend und vielleicht gibt es ja demnächst hier eine Änderung. Ansonsten ein sehr, sehr schöner Stellplatz mit einem wunderschönen Blick hier nach Thüringen und das war toll und war auch lustig. Wir haben viel gelacht, das tut immer gut und ist wichtig in der heutigen Zeit. Und ja, wie immer hat irgendwas dann auch mal ein Ende und jetzt geht's los und geht weiter und ja, bis später. Macht's gut. Tschüss.
liebe Videofreunde, ich bin jetzt in Oberhof und habe mir mal diese Rennrodelbahn angeguckt. Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Also das wollte ich ja immer mal gesehen haben. Ist ja mal Wahnsinn, mit was für einem Speed die hier langsausen. Also es lohnt sich, dich das mal anzuschauen hier. Hinter mir, direkt über mir, ist das Panorama Hotel, das Vorzeigehotel der DDR, wo die ganzen, ja, sagen wir mal, Westdeutschen und aus dem kapitalistischen Ausland, Touristen, Besucher etc. Gewohnt haben. Das hat ja Geschichte geschrieben, das Hotel. Und ja, es ist eine wunderschöne Aussicht hier. Man schaut aufs Umland hier von Thüringen, also echt schön. Lohnt sich wirklich mal, sich das anzuschauen. Es ist total ruhig. Ich habe gedacht, Ostern wird mehr los sein, aber einwandfrei. Sehr, sehr ruhig. Ja, und jetzt aber, muss ich auch da wieder hoch. Und dann habe ich mein Werk getan. Dann gibt es erstmal noch ein Stück Kuchen von gestern, von meinem Gebackenen. Und dann geht's weiter. Anstrengend. Jetzt gibt's Kuchen. Kuchen, selbstgebackenen Kuchen. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde aus Ronneburg. Ich setze mal meine Brille wieder auf, weil sonst blinzel ich so. Wir sind hier gestern gut angekommen, also wir, Deuten und ich, gestern Nachmittag, stehen auf einem wunderschönen Stellplatz im Mittenmank von Obstbäumen. Ganz toll, Wetter spielt mit, ist noch so ein kleiner Rastplatz hinter Peppino und ich stand hier ganz alleine. Nee, stimmt, gestern Abend kam noch irgendwann ganz spät ein Auto angefahren. Der ist auch heute früh ganzzeitig wieder weg. Also sehr, sehr schön. Man hört zwar die Straße, aber dadurch, dass es Wochenende war, war es nicht so schlimm. Also ich habe nachts nichts gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man, wo man aufpassen muss, der Platz ist umzäunt von Elektrozaun. Die haben hier Pferde. Und da muss man ein bisschen aufpassen, also wegen dem Hund. Ne? Den kann man hier nicht frei laufen lassen oder eben auch, selbst wenn man, wie ich, den Hund an der Schleppleine hat, an der langen oder Flexileine, muss man halt schon aufpassen, dass er da nicht geben kommt, weil hier ist echt Saft drauf. Der Platz kostet 8 Euro, wenn ihr länger als, Quatsch, erzähl nicht, ich erzähl Blödsinn. 6 Euro kostet der Platz, wenn ihr länger als 8 Stunden steht, so rum ist es, und bis 8 Stunden 3 Euro. Jetzt war aber der Automat kaputt, ich konnte keine Münzen einwerfen. Naja, war jetzt auch nicht so schlimm, aber ist auch völlig gerechtfertigt. Also 6 Euro ist ja nun wirklich nicht viel. Man hat sogar eine Mülltonne hier, kann sein Müll hier loswerden. Und Fernentsorgung gibt es natürlich nicht, aber das braucht man ja auch nicht. Es ist ja auch mehr ein Übernachtungsplatz hier. Sehr, sehr schön, also werde ich mit Sicherheit nochmal nutzen, wenn ich Richtung Hessen bin. Hat mir gut gefallen.
Ja, jetzt fahre ich noch mal ein bisschen bei uns eventuell ins Lausitzer Seenland. Da hatte ich letztens von jemandem einen Link bekommen, wo man auch freistehen kann. Mal gucken, ob das stimmt. Keine Ahnung. Ich werde mir das mal anschauen jetzt. Und dann werde ich noch ein bisschen was arbeiten. Gestern Abend war ich übrigens sehr lange zugange. Bis nach 12 Uhr habe ich gesessen und habe unseren Blog geschrieben. Also, wenn ihr mal Lust habt, schaut doch mal unter www.livingandtravel.de vorbei. Da schreibe ich jetzt auch Blog. Viele mögen das ja auch, so Reiseberichte in Schriftform. Ja, sagt mir doch einfach mal in den Kommentaren, ob euch das gefällt oder nicht. Es kann sein, dass noch der ein oder andere Rechtschreibfehler dabei ist. Ich bin nämlich keine Tipps und manchmal ja, passieren einem da Fehler. Ich dürfte mich ruhig darauf aufmerksam machen. Also das kann gut möglich sein. Aber mich würde einfach mal interessieren, ob euch das gefällt. Und ich habe gestern Abend noch dran getüftelt, wie ich auf unserem Blog ein bisschen Werbung setzen kann, damit man vielleicht auch für das Blogschreiben ein kleines bisschen Geld verdient. Also ich habe dort auch Amazon verlinkt und dort findet ihr unsere Produkte, die wir benutzen und auch die ich bei anderen gesehen habe. Nicht jedes Produkt haben wir auch selber, aber das sind die, die wir wirklich bei anderen sehen und die wir haben, die uns am besten halt eben gefallen. Und ja, da könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr was braucht oder so. Und wenn ihr das dann halt eben kauft, dann kriegen wir eine sehr kleine Provision, aber immerhin etwas. Und das ist dann halt so ein kleines Dankeschön, also für den Blog, den man dann schreibt, macht ja alles Arbeit. Und YouTube. Ja, also YouTube wäre schön, wenn ihr auch vielleicht uns, wenn ihr mögt ein und noch nicht habt, ein Abo da lasst. Und auch ein Like, denn auch das ist wichtig für die Algorithmen, dass man nach vorne kommt. Und es ist auch wichtig, dass man halt vielleicht das ein oder andere Mal die Werbung durchschaut. Nur dann verdient der YouTuber eigentlich wirklich Geld. Und alleine schon, wenn man vorspult und die Werbung überspringt und so weiter und so fort, dann ist das schon, also wirkt sich das negativ auf die Algorithmen aus. Wir hatten am Wochenende das Thema jetzt gehabt. Ich bin da ja auch nicht ganz so firm drinne. Und wenn ihr mal mögt und die YouTube-Werbung mal durchschauen möchtet, dann wäre das toll. Da bedanke ich mich dafür. Ansonsten war es schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und ja mitgereist seid. Eine Sache noch, Apolda, zum Thema Schwan. Auch vielen Dank, dass ihr dort ja eure Kommentare mit den Namen dagelassen habt und so viele Vorschläge gegeben habt. Das fand ich schön. Ich habe dann in Apolda angerufen, weil sich der liebe Fred nicht gemeldet hat. Das hatte ich mir schon so irgendwie gedacht. Und habe dann rausgefunden, dass die Dame von der Stadt sagte dann, da ist eine Tierschützerin und die kümmert sich auch um den Schwan. Und ja, der hat schon einen Namen. Ja, das wusste ich natürlich nicht. Aber jetzt kommt das Gute. Der Name wurde, glaube ich, ein oder zweimal vorgeschlagen von euch. Er heißt Phönix. Also der oder diejenige, die das vorgeschlagen hat oder haben, ja, haben jetzt praktisch den ersten Preis. Ja, also der hat schon, wie gesagt, ist halt schon Name vergeben. Wusste ich nicht. Aber es ist doch schön, dass ihr mitgemacht habt und dass ihr da auch so dabei gewesen seid. Das hat mich gefreut. So, ihr Lieben, also, dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Wochenende. Da geht's weiter. Dann mit Michael, Gott sei Dank. Und ja, bis bald. Macht's gut, lieben Dank und tschüss.